Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem kurzen Erklärvideo geht es um wichtige Begriffe, die beim Thema der Unternehmensgründung immer wieder auftauchen. Und ich hatte ja hier schon ein Video zu den verschiedensten Unternehmensformen. Das kommt auch sehr gut an. Ja, kannst du gerne hier reinschauen. Ich verlinke es in der Videobeschreibung. Und hier geht es jetzt genau darum, um die Firma, das heißt der Name des Unternehmens, was ist da zu beachten, welche Firmenarten geht es. Und kurz noch um das Handelsregister, bei dem sich ja die meisten, die sich selbstständig machen, eintragen müssen. Also, legen wir los. Als erstes, wie gesagt, die Firma. Ja, die Firma ist letzten Endes nur der Name des Unternehmens. Ja, und da gibt es verschiedene Firmenarten, die tauchen bei jeder Unternehmensform immer wieder auf. Die zeige ich jetzt hier kurz. Und zwar sind das die Firmenarten Personenfirma. Da steht nur der Name des, ja, im Prinzip Gründer des Unternehmens, des Geschäftsführers, im Prinzip der Gründer des Unternehmens, ja, Hans Müller, eingetragener Kaufmann zum Beispiel. Das ist ein Einzelunternehmen, das ist dann eine Personenfirma. Also man sieht den Namen desjenigen, der das Unternehmen gegründet hat, ja, hier im, ja, in der Firma. Dann die Sachfirma, da sieht man, was das Unternehmen tut. Zum Beispiel Master Computer, eingetragener Kaufmann, da weiß man, okay, diese Sachfirma, die macht irgendwas mit Computern. Dann gibt es eine Mischfirma. Ja, das ist eine Mischung zwischen dieser Personen- und der Sachfirma. Also hier zum Beispiel Müller, Computer, eingetragener Kaufmann. Ja, ein Einzelunternehmen, Müller, Computer, eine Mischung zwischen Sach- und Personenfirma. Und dann gibt es natürlich noch eine Fantasiefirma, also ein komplett ausgedachter Name. Zum Beispiel Compi, E.K. Da wüsste man jetzt nicht genau, was die tun. Das ist dann eben ein Fantasiename. Ja, genau. Das Ganze muss dann natürlich noch genehmigt werden, wenn man das beantragt beim Amtsgericht, Registergericht. Und ja, da muss man eben aufpassen. Und deswegen gibt es jetzt hier noch als nächstes die Firmengrundsätze. Das ist das, was ich beachten muss, wenn ich meinem Unternehmen, was ich jetzt frisch gegründet habe, einen Namen geben möchte, also eine Firmierung, eine Firma. Schauen wir mal, ich habe das hier aufgelistet in dieser Tabelle. Also wir haben die Firmenöffentlichkeit als erstes. Das heißt, Firma und Änderungen im Handelsregister eintragen, das Ganze veröffentlichen. Dann Unterscheidbarkeit. Man muss sich von anderen Firmen im gleichen Bezirk abgrenzen. Es gibt also für jeden Bezirk, in dem man ein Unternehmen anmelden möchte, eine Firma anmelden möchte, ein Amtsgericht, Registergericht. Und das gilt dann genau für diesen Bezirk. Ja, das kann sein, wenn der gleiche Name dort schon angemeldet ist für ein anderes Unternehmen, dass man dann zu spät ist. Es könnte aber zum Beispiel sein, dass es in Hamburg schon den gleichen Namen gibt. Das ist aber ein anderes Amtsgericht, ein anderer Bezirk. Das heißt hier zum Beispiel, sagen wir mal, Heidelberg, dort dürfte man das Ganze dann anmelden. Da kann man sich das natürlich noch rechtlich schützen lassen, den Namen des Unternehmens. Aber das ist ein anderes Thema. Das kostet dann entsprechend auch immer. Dann nächster Firmengrundsatz. Man muss die Haftungsverhältnisse offenlegen, also im Handelsregister eintragen, wer in welcher Höhe haftet, also mit Privatvermögen. Oder welche Einlage getätigt wurde, je nach Unternehmensform. Dann die Firmenbeständigkeit, das ist auch ein wichtiger Grundsatz, der immer wieder auch abgefragt wird. Bei Wechsel des Inhabers, also Erbschaft, zum Beispiel Kauf oder Verpachtung, kann die Firma beibehalten werden. Also der Name des Unternehmens kann beibehalten werden, aber nur dann, wenn man auch tatsächlich das weiterführt, was vorher getan wurde. Also wenn ich jetzt etwas ganz anderes tue, zum Beispiel ich übernehme ein Schuhgeschäft, mache daraus eine Disco, dann müsste ich mich umbenennen. Wenn ich aber das Schuhgeschäft weiter betreibe, darf ich den Namen weiter verwenden. Dann Offenlegung der Gesellschafter. Ja, in das Handelsregister muss man eintragen, wer die Gesellschafter sind, also wem letzten Endes das Unternehmen gehört. Und Irreführungsverbot ist auch wichtig. Die Firma, also der Name des Unternehmens, darf nicht über den Zweck des Unternehmens in die Irre führen. Also, ich darf mich zum Beispiel nicht internationale Maschinenwerke nennen, wenn ich nur regional irgendwas mache. Ja, das darf also nicht irreführend sein, der Name des Unternehmens. Genau. Und das wäre eigentlich schon das, was man zur Firma beachten muss. Die Firmenarten, diese sind immer wieder die gleichen, egal welche Unternehmensform man hat, sei es eine AG, eine GmbH, eine offene Handelsgesellschaft oder wie in diesem Fall ein Einzelunternehmen.
Und dann gibt es eben diese Firmengrundsätze, 6 an der Zahl, das, was man beachten muss. Okay, dann gehen wir noch weiter zu einem Punkt, nämlich zum Handelsregister. Schauen wir uns das nochmal in der Übersicht an. Da sind auch 2, 3 wichtige Sachen, die immer wieder wichtig zu wissen sind. Ich habe das hier mal zusammengefasst. Also, erstmal die Definition. Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis aller Kaufleute gemäß dem Handelsgesetzbuch eines Amtsgerichtsbezirks. Das, was ich eben schon sagte. Ja, also es gibt ein Handelsregister für jeden Bezirk. Das heißt zum Beispiel, ein Amtsgerichtsbezirk wäre zum Beispiel München und die umliegenden Gemeinden. Ein anderer Amtsgerichtsbezirk wäre dann wieder Stuttgart und so weiter. Elektronisch kann man das Ganze einsehen. Hier kann jeder mal schauen. www.unternehmensregister.de und jeder darf das einsehen. Und das ist ja eben auch der Sinn, dass man eben öffentlich ist und da letzten Endes auch die Kunden, Lieferanten ein bisschen was schützt. Dann haben wir 2 Abteilungen im Handelsregister. Abteilung A, dort tragen sich alle Personengesellschaften ein, also zum Beispiel das Einzelunternehmen, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft. Personengesellschaft erkennt man immer daran, dass mindestens eine Person mit Privatvermögen auch haftet, wenn es dann irgendwie mal schlecht läuft oder das Unternehmen sogar insolvent geht. Dieser Begriff ist noch wichtig. Eintragungen haben eine deklaratorische Wirkung. Das heißt, sie sind rechtsbezeugend und bereits vor Eintrag rechtsgültig. Das heißt, zum Beispiel Erteilung einer Prokura, das ist eine umfangreiche Vertretungsvollmacht. Ja, also das heißt, wenn ich eine Personengesellschaft bin, darf ich schon vorher zum Beispiel jemanden als Prokuristen ernennen, der mich vertreten darf im Namen des Chefs. Das ist ja ein Prokurist. Und der darf dann schon tätig werden, bevor ich das ins Handelsregister eintrage. Man muss es dann nachtragen, aber der dürfte schon tätig werden. Deswegen nennt man das deklaratorischer Eintrag, rechtsbezeugend. Dann haben wir noch Abteilung B. Dort sind alle Kapitalgesellschaften zu finden, zum Beispiel die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien oder die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Eintragungen haben hier konstitutive Wirkung, das heißt, sie sind rechtserzeugend und somit erst nach Eintrag rechtsgültig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Handlungsvollmacht erteile in einer Aktiengesellschaft, muss ich das erst ins Handelsregister eintragen, vorher ist das nicht gültig. Ja, genau. Und ein Punkt zum Schluss noch, zum Beispiel, das ist wichtig zu wissen, wenn ich eine GmbH gründe, ja, dann wird die erst beschränkt, die Haftung, also beschränkt auf das Geschäftsvermögen der GmbH, wenn ich mich eingetragen habe. Erst dann gilt die GmbH. Sollte ich vorher schon Geschäfte abschließen, hafte ich auch mit Privatvermögen, weil dann habe ich eben mich noch nicht eingetragen. Deswegen ist das hier die konstitutive Wirkung. Die Eintragung im Handelsregister bei Abteilung B bei den Kapitalgesellschaften. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen zu diesem Thema Firma und Handelsregister im Zusammenhang mit dem Thema der Unternehmensgründung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Abo, Daumen hoch, Kommentare. Und ja, ansonsten besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.